Bell, Book and Candle. 1997 landen sie mit diesem Song einen Mega-Hit. Weltweit in den Charts. Schweden, Österreich, England, Spanien und so weiter. Goldene Schallplatte, Platin. Sie räumen alle Preise ab. Doch was kaum jemand weiß, die sind aus dem Osten. Berlin-Köpenick. Hier, wo die Hauptstadt mehr Wasser als Beton, mehr Grün als Grau hat, hier sind sie zu Hause. Bell, Book and Candle. Ja. Gerade haben sie ihr erstes Album auf Deutsch aufgenommen. Andy Birr, Hendrik Röder und Frontfrau Jana Groß. Zusammen Bell, Book and Candle. Hier, rund um den Müggelsee, sind sie groß geworden. Wir kennen uns 36 Jahre. Ja, wir kennen uns schon 36 Jahre. Und Jana kenne ich denn wahrscheinlich 30 Jahre. Ja. Gar nicht. Nicht? Nein, natürlich nicht. Ich meine natürlich 10 Jahre. Ja, glatt verrechnet. Ja. Also ich kann schon sagen, dass ich keine beste Freundin habe, aber beste Freunde. Und das sind wirklich die beiden schon. Durch alles, was wir miteinander erlebt haben, ist das, glaube ich, nur noch gefestigt worden. Ja, wir müssen denn doch so nach langer Zeit feststellen, dass wir eine ganz schöne Menge schon erlebt haben zusammen. Tja, ganz schön viel. Wow. Hendrik und Andy sind beide Söhne der Pudis. Andy Birr wächst bei seinem Vater auf, bei Dieter Birr, genannt Maschine. Meine Schwester ist also nach der Trennung von meinen Eltern zu meiner Mutter gezogen. Sie ist 7 Jahre jünger als ich. Und ich bin bei meinem Vater in meinem Umfeld, meiner alten Schule geblieben. Da haben sich meine Eltern so geeinigt. Das war auch mein Wunsch. Andi war von klein auf an, also mit auf Tour und hat sich immer für den Schlagzeuger interessiert. Wir hatten Gott sei Dank ein Einfamilienhaus und die Nachbarn waren sehr kulant. Hat oben bei offenem Fenster hat er getrommelt. Unsere Nachbarin sagt, ach, das hört sich so immer so schön an, wenn der Junge spielt. Ich bin mal von draußen gekommen und sag mal, wie ist das Fenster zu? Das hat die ganz Freddy sagen, hat das geballert. Ja, so fing das an. Auch Hendrik Röder ist der Sohn eines Pudis von Peter Meyer. Ich bin ja nicht bei meinem Vater groß geworden und der hat mich dann öfter mal besucht. Und hat mir auch schon damals irgendwelche Musikinstrumente so als Spielzeug so mitgebracht, so ein kleines Klavier oder was weiß ich, so ein Xylophon, alles was so ein bisschen klimpert. Auf jeden Fall wollte ich überhaupt nicht, ich hatte überhaupt keine Lust. So, und irgendwann erst später, mit 15 ungefähr, ging es dann los. Er wollte natürlich wie alle Gitarre spielen und ich habe gesagt, es gibt so viele Gitarristen. Und dann hat mich mein Vater dazu überredet, Bass zu spielen. Die beiden Pudis-Söhne treffen sich schon in jungen Jahren, durch einen Zufall. Ohne zu wissen, wer ihre Väter sind. Kennengelernt haben wir uns, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war und es begann fürchterlich zu regnen und ich habe mich untergestellt in einem Hausflur und da stand Henne mit noch einem Freund von ihm aus seiner Klasse und ich habe die nach Zigaretten angehauen, weil ich damals schon heimlich geraucht habe ab und zu. Und dann bin ich dann hoch, ich wohnte da gleich da um der Ecke und dann habe ich ihn eingegeben. Er hat die Papierossi geholt und die habe ich dann auch geraucht, die waren fürchterlich. Und so haben wir uns kennengelernt. Und da habe ich ihn auch gleich angesprochen, Mensch, wir sind gerade im Begriff, eine Band zu gründen und so, hast du nicht Lust, Schlagzeug zu spielen? Und so fing das an. Ja, und so entstand mehr oder weniger Rosa Lilly. Die erste Schülerband mit den beiden Pudis-Söhnen und drei Freunden. Anfang der 80er. Gefilmt von Maschine mit der Videokamera. Ach, so ein Riesending. Wo man noch umhängen, hatte man hier so ein Ding zum Umhängen, wo die Videokassette drin war und so eine Riesenkamera. Und da habe ich gefilmt und habe gesagt, wenn mal irgendwas draus wird, dann ist das ja ein interessantes Dokument. Und das ist ja eine Tatsache so geworden. Ne? Die Söhne treten früh in die großen Fußstapfen ihrer berühmten Väter.
Es hat Vorteile, aber manchmal hat es auch ganz schön genervt. Auch gerade in der Schule war es ein Problem, weil jede Dummheit, die ich gemacht habe, also die jeder gemacht hat, in der Hofpause abhauen, zum Bäcker gehen oder die Hausaufgaben nicht gemacht oder was auch immer. Jedenfalls hieß es dann häufig bei mir, du denkst, du kannst dir alles erlauben, weil dein Vater beim Pudis ist. Also beim Tischnachbarn hat keiner gesagt, du denkst wohl, du kannst dir alles erlauben, weil dein Vater Ingenieur ist. Das war immer so ein bisschen, da musste ich mit leben. Na, das war bei mir nicht so wie bei Andi. Andi trägt ja noch den Namen auch. Ich heiße ja nicht Meier mit Hintername. Und ich habe das wirklich verheimlicht. Ich habe das gegenüber meinen Schülern auch, keiner wusste es. Irgendwann kam es dann raus und habe es dann immer so, ja, ist so, aber mehr wollte ich nicht dazu sagen. Es sollte aber nicht heißen, dass ich da unbedingt auch stolz drauf war. Aber ich habe gemerkt, dass es eben auch ein paar negative Seiten hat, als Kind vor allen Dingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hendrik und Andi meinen es ernst, bleiben bei der Sache. Sie wollen auch Rockstars werden. Und da habe ich gesagt, naja, dann können wir ja mal was probieren. Maschino und ich, wir haben dann in unserem Studio den ersten Titel produziert, der auch Rosa Lilly hieß. Und Rosa Lilly nennen sie auch ihre Band, benannt nach ihrem ersten Hit. Irgendwie, als die Aufnahme fertig war, haben wir dann festgestellt, die Nummer könnte eigentlich ein bisschen schneller werden. Wir haben das Ding einfach ein bisschen schneller gedreht. Dadurch ist natürlich alles etwas höher geworden. Und haben alle gesagt, das ist auch eine interessante Stimme. Also es war noch keine Mickey-Maus-Stimme, sondern nur etwas, ja, vielleicht ja, etwas kindlicher oder so, wenn man das heute hört. Und schon zu dieser Zeit lernen Hendrik und Andi auch Jana kennen. Also die waren so in dem Alter, in dem meine Freundinnen und ich waren. Und wenn man so 14, 15 ist, dann guckt man nach Jungs und dann findet man Jungs toll, die auch irgendwie ein bisschen anders aussehen, die halt so eine Haare haben oder ein bisschen frecher sind und das selber widerspiegeln, wie man selber gerade ist oder sein will. Das war cool. Die Mädchen stehen auf sie. Eine ganz besonders auf Hendrik am Bass. Wir sind mit unserer Band von der Probe gekommen. Und zwar war das hinten am Wasser in so einem Biergarten. Haben wir da was gegessen und getrunken. Und dann kam eine Freundin von mir, das war die Tante von Jana. Und dann haben die gerufen, setzt euch doch her. Und dann haben wir uns hingesetzt. Also es war auch gleich so ein Interesse da, beidseitig. Der sah ganz niedlich aus und er war auch so froh. Irgendwie in der Zeit, wo ich immer ganz unfroh war. Ich habe ganz furchtbar depressive Musik gehört und alles war irgendwie ganz schlimm für mich. Also das Leben war so, wie man eben so ist mit 16, 17, ja. Ja, und da war er so froh und irgendwie kamen wir gleich miteinander gut klar. Und dann habe ich sie angerufen nächsten Tag und ob wir uns nicht sehen wollen. Und dann hat es irgendwie funktioniert. Seitdem waren wir zusammen. Da war ich nicht dabei. Ich sage immer, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich sie mir geschnappt. Nee, aber ich war ja zu der Zeit wirklich in einer super glücklichen Beziehung mit meiner großen Liebe. Aber Jana hat mich vom ersten Tag an sehr fasziniert, gebe ich zu. Ja. Jana und Hendrik, eine Jugendliebe. Und auch die Karriere von Rosa Lilly geht steil nach oben. Unzählige Auftritte im Fernsehen der DDR. Kreischende Teenies. Und eine erste Quartett-Single bei Amiga. Die Platte, gleich ein großer Erfolg. Wir kommen jetzt zur besten Nachwuchsband der DDR 1987, Rosa Lilly. Mittlerweile ist ihre Musik so populär, dass sie sogar die Köpenicker Stadtgrenze richtig stürmten. Komm und tanz, du bist nicht mehr allein. Komm und tanz, da, 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 da. Komm und tanz, und keiner hält dich auf. Schnell spricht sich in der DDR herum, wer da Schlagzeug und Bass spielt bei der Band. Bald wissen es alle. Dann haben wir hier die Gruppe Rosa Lilly und da sind gleich zwei von uns versammelt. Maschinensohn Andi, der spielt Schlagzeug. Das ist er. Ja, jetzt genau. Zweimal Bier. Hier, da sind sie. Kommt vorher. So, und jetzt
Peter Mayer mit seinem Schützling. Mein Sohn Hendrik, der spielt also Bass bei Rosalili. Das ist zweimal Mayer. Da haben viele natürlich auch gedacht, naja, das wurde ja alles durch die Pudis ist es so geworden. Stimmt aber nicht, weil die haben ihre Musik ganz alleine gemacht. Und natürlich hat man da mal gesagt, sing mal lieber so oder so. Aber die haben die Songs völlig selbst alleine geschrieben und darauf habe ich auch immer Wert gelegt. Natürlich nervt es, wenn man ständig nur wegen seines Vaters angesprochen wird. Und was macht denn der Vater? Und man selber so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Dem ist vielleicht auch die Schuld, dass ich mein ganzes Leben lang versucht habe, auf eigenen Füßen zu stehen. Jedes Kind oder jeder Jugendliche will nicht protegiert werden mit dem Ruhm der Eltern, sondern die wollen natürlich eigenständig sein. Und das hat aber auch die Band hergegeben, weil die waren ja nicht auf den Mund gefallen. Die hatten, wie gesagt, eine gute Optik und die Songs waren einfach auch geil. Die erste Teenie-Band der DDR. Ganz im Look der 80er. Ja, war eine schöne Zeit. Völlig unbefangen. Wir waren der Meinung, wir sind die Größten. Ja, also genau so, wie wir aussehen, so haben wir uns auch gefühlt. Stylmäßig sind sie auf jeden Fall up-to-date gewesen. Ist schon wieder angesagt, was die anhaben. Auf jeden Fall. Die Frisuren gehen gar nicht, aber ja, doch. Aber ich finde, wir sehen immer noch irgendwie cool aus. Alles sieht damals nach einer großen Musikkarriere in der DDR aus. Doch dann endet alles abrupt. Mit der Wende. Wir haben noch 1, 2 bis 5 Konzerte gespielt und das Ganze hat sich dann mehr oder weniger irgendwann in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, das hat dann also nicht mehr funktioniert. Mit dem Fall der Mauer bekommen alle DDR-Bands große Probleme. Auch die ganz Großen müssen durch ein Tal der Tränen. City, die Pudis und auch Karat haben plötzlich nur noch wenig Publikum. Von den kleinen Bands lösen sich fast 90% auf. Wegen Erfolglosigkeit. Der Umbruch in unserem Land macht vor dem Bereich Kultur nicht Halt. Unsicherheiten auf Seiten der Veranstalter und der Musiker führen dazu, dass Bands sich auflösen. Wir sind mittendrin, einen nicht ganz unwesentlichen Teil unserer Kultur zu verlieren. Naja, finanziell muss ich ehrlich zugeben, hält mich meine Freundin aus. Aber ich meine, verspreche mir von den mehreren Projekten irgendwann mal dadurch eine Chance, wieder mit vorne zu sein. Ich habe ein halbes Jahr mehr oder weniger zu Hause rumgesessen. Gott sei Dank hatte meine Freundin einen guten Job zu der Zeit. Und die war Tänzerin, die hatte einen Auftrag über ein halbes Jahr. Die hat dann das Geld verdient, was mir eigentlich überhaupt nicht gefallen hat. Das war eigentlich das Sterben, ich sage jetzt mal, eigentlich aller Bands zum Anfang. Das war richtig Ruhe um alle Ostbands in der Zeit. Es hat sich ja vorher schon angebahnt, so die letzten Jahre aus der DDR, in der DDR, dass die Leute überhaupt nicht mehr so ein Interesse hatten an Ostmusik. Das war dieser Drang, jetzt mal alle möglichen anderen Bands und Künstler kennenzulernen, sowohl live als auch vom Tonträger her, der war so groß, dass die eigenen Helden, die sie ja in den 70er und 80er Jahren begleitet hatten, von heute auf morgen sozusagen eine Nullnummer wurden. Und insofern, ja, das war wirklich für viele Musiker und Bands war das wirklich ein Zusammenbruch. Also ich weiß schon, dass sich einige dann auch verdingt haben in Berufen, die sie gar nicht wirklich wollten oder auch konnten. Also Versicherungsmakler auf einmal sind. Viele Musiker haben dann als solche gearbeitet. Ja, also ich glaube, das war nicht einfach für viele. Ein Freund von mir zum Beispiel ist Autohändler geworden, der ehrlichste Autohändler der Welt. Er macht das auch heute noch, macht aber nebenbei noch Musik. Ja, das war so gang und gäbe. Jeder hat irgendwie probiert, da einzusteigen. Ich war nicht mit Versicherung, sondern eher mit Lichtern unterwegs. Ich habe auch von Anfang an gesagt, ich mache das nicht und spiele dafür für ein warmes Essen. Und dann gehe ich wieder nach Hause und das will ich nicht. Und deswegen habe ich mich komplett der Musik komplett entfernt. Also ich wollte das damit nichts zu tun haben. Und in der Zeit kam dann aber, wurde Jana schwanger und Tom kam quasi als Wendekind. Und
Ja, und da musste man irgendwie gucken, wie ernährt man nur eine Familie. Diese Zeit haben Bell, Book & Candle jetzt in ihrem neuen Album mit einem Lied verewigt. Irgendwie musste es damals weitergehen. Hendrik und Jana beschließen, hier in Köpenick einen Imbiss aufzumachen. Da, an der Wand. Nun ist er weg. Hier in dem Grünen, das gab's nicht, dieses Grüne. Currywurst statt Rock'n'Roll. Es geht ihnen wie vielen im Osten in der neuen Zeit. Und die war schon anstrengend, weil wir ja letztendlich für uns ging es ja wie bei, vielleicht auch wie viele, bei Null los. Wir haben quasi wieder neu gestartet. Hier habe ich immer gesessen und gewartet, dass einer kam, aber es kam keiner. Der Imbiss, er läuft nicht wirklich gut. Kommt doch jetzt plötzlich, ist hier auf jeden Fall los. Ja, ich meine, früher ging ja nicht einer vorbei. Es ist unglaublich, hier kam kein Mensch. Kein Mensch kam hier, um irgendwas zu kaufen. Und jetzt ist hier die Hölle los. Ich glaube, ich versuche es noch mal. Ja, genau, wir werden noch mal. Ja, wir machen noch mal nach. Andy bleibt derweil bei der Musik. Er wird Trommler bei Lucy Electric. Das habe ich auch vermittelt. Ja, wir haben mit Lucy Electric zusammengespielt und irgendwie habe ich gehört, die wollen eine Band machen. Und dann vermitteln, sondern nehmt doch Andi. Da habe ich davor gespielt und dann war ich praktisch Mitglied der Liveband. Ja, bis im Prinzip Bell, Book & Candle mit der Single rauskam. Bis 97. Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin, weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso gewinn, weil ich ein Mädchen bin. Hendrik versucht sich nach dem Imbiss als Clown. Das klappt besser. Und dann habe ich damit eigentlich wirklich gut Geld verdient. Das hat echt Spaß gemacht. Ich kenne, glaube ich, jede Tankstelle in ganz Deutschland, habe alle Tankstellen eröffnet und ziemlich viele Autohäuser. Ich bin, also alles, ich habe das bis hin zur russischen Botschaft geschafft. Eine Rolle, wie ihm auf den Leib geschneidert. Das Geile war bei ihm, man musste einfach bloß eine rote Nase anmalen und dann sah er aus wie ein Clown. Und die Haare waren auch so, er sah einfach immer irgendwie lustig aus und sympathisch und ist auch unheimlich gut angekommen. Doch Henne vermisst die Musik. Einmal Musiker, immer Musiker. Ich habe vor allen Dingen gespürt, dass er seine Freunde vermisst. Und das sind ja Freunde, mit denen er in der Schule war, mit denen er aufgewachsen ist. Andi ist zwar ein bisschen jünger, aber der war ja dabei, als er 13 war, ist er dazugekommen. Und unterwegs zu sein und Quatsch zu machen und so, das hat er sehr vermisst. Vielleicht war es auch von Jana so eine Art Gefallen für mich, ich weiß es nicht, weil sie einfach mal Lust, die Idee hatte, jetzt zu singen. Ich habe mir dann gedacht, dass ich mir das mal zutraue. Auch aus dem Grund, weil dann wäre ja wieder die Musik in Hennes Leben gewesen. Und ich hätte ihm vielleicht, nein, nicht helfen können, sondern wir hätten was gemeinsam gemacht. Wir waren auch wirklich gerne zusammen. Und ich habe es einmal probiert. Wir hatten ja noch, ich hatte noch so damals so eine kleine Vierspur, da habe ich das aufgenommen. Und zwar habe ich damals Sinéad O'Connor aufgenommen. Sinéad O'Connor und habe sie dazu singen lassen. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Die beiden fangen an, gemeinsam Musik zu machen. Ich fand das Lied sowieso schön und dann habe ich das gesungen und das waren auch so Inspirationen, die Art des Gesangs, die sie halt gebracht hat, die war schon eher meins. Und dann entstand die Idee eigentlich mit, Mensch, das hört sich ja nicht so schlecht an, vielleicht können wir was draus machen. Und dann habe ich dann beschlossen mit Jana, komm, lass uns wieder Andi aufsuchen, weil wir hatten ja uns ja 4 Jahre nicht gesehen und eigentlich auch nicht gesprochen. Ich muss dazu sagen, ich habe während der Zeit ich nichts mit Hennes zu tun, habe ich den wirklich vermisst. Und dann haben wir ihn besucht am Mischpult und er hat sich umgedreht und es war ein ziemlich schöner Moment. Und habe gesagt, ey Henne, was machst du denn hier? Er hat sich so gefreut und ich habe gesehen, wie Henne sich freut und es war schon cool. War gleich so eine Stimmung wie Aufbruch, jetzt geht's wieder weiter. Und da hat er mir was vorgespielt. Aber er hat mir nicht gesagt, dass es eine Aufnahme von Jana ist, sondern er macht einfach eine Kassette an und da lief dann Nothing Compares to You von Sinéad O'Connor. Und Andi war total hin und weg, hat gesagt, das ist ja unglaublich, wieso kann denn Jana so singen? Nee, ich hab's nicht glauben wollen.
Ich habe es echt nicht glauben wollen. Und ja, und dann habe ich natürlich bis zum Schluss hingehört und dann war klar, okay, das ist Jana. Ja, er war ganz gut platt. Ja. Und dann war für mich klar, okay, die Frau muss singen. Bell, Book and Candle sind geboren. Von nun an verbringen die drei jede freie Minute hier im Proberaum. 2 Jahre lang. Songs schreiben. Es war begrenzt auf Wochentage, weil wir ja alle irgendwie Jobs machen mussten. Ich habe von Montag bis Mittwoch gearbeitet, konnte dann Donnerstag, Freitag einsingen. Nun war aber Tom ganz klein. Das bedeutet, wir hatten immer Zeit, wir sind auch nicht so eine Frühaufsteher, damals jedenfalls nicht, und haben uns immer getroffen um 10 bis 16 Uhr. Wie so eine Arbeit, also immer arbeiten. Mit einer Thermoskanne sind wir los und sind immer zu dem Schlauch, das hieß damals Schlauch, zu dem Raum, wo wir dann musiziert haben, also wo wir Lieder entworfen haben. Und haben das wirklich gesehen, 2 Jahre lang komplett durch, immer wie so ein, wir gehen jetzt zur Arbeit. Was gibt's Schöneres, als Menschen, die man mag, mit in seinen Beruf einzubeziehen. Und dementsprechend war die Zeit damals. Ja, das war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Man hatte irgendwie das Gefühl, es kann jetzt alles losgehen. War super. Wir waren ja der Meinung, wir schaffen das. Wir waren total überzeugt und wir waren total glücklich. Und abends haben wir geträumt, wie es jetzt gleich ganz toll werden wird. Und irgendwann kommt dann der Geistesblitz. Einer der erfolgreichsten Songs aus deutscher Feder entsteht. Dann habe ich das Band bekommen und bin dann zur Arbeit gefahren mit der Kassette im Auto und habe das 100 Mal gehört. Und irgendwann ist mir das dann so eingefallen. Rescue me, rescue me. Das erste Video entsteht noch über den Dächern von Berlin-Ost. Doch alles, was nach DDR riecht, verkauft sich damals nicht. Mir wurde aber verboten, in meiner Promotionarbeit, was jetzt Label Image Amiga betraf oder Musik aus dem Osten, Künstler aus dem Osten, jemals zu sagen, dass Bell Book & Candle die Söhne oder die Kinder der Pudis sind. Es wird an einem neuen Image für die Band gebastelt. Ein bisschen England, ein bisschen Irland. Bloß kein Zonenmief. Zeitgleich mit der Veröffentlichung musste auch eine Biografie gestrickt werden. Und dann habe ich alles so aufgeschrieben, was in unserem Leben bis dann passiert ist. Und da wurden dann auch Teile eher weggelassen. Das ist dann wohl in der Plattenfirma passiert, dass der Stift angesetzt wurde. Also, dass wir einen Sohn hatten, war da nicht drin. Dass Henne und ich zusammen sind, das wurde dann auch irgendwie nicht erwähnt. Und auch das mit dem Imbissstand war auch nicht zu finden. Das war wahrscheinlich zu, das roch zu sehr nach Pommes oder so. Das war ganz bewusst so gemacht, dass man das als Geheimnis wahren wollte und um Gottes Willen nicht den Etikett Osten aufkleben wollte. Das kam uns ja auch wiederum zugute, weil wir ja auch selbstständig sein wollten. Wir wollten ja nicht immer die Pudis-Kinder sein, sondern wir waren eine eigene Band, wir haben eine andere Musik gemacht und eine andere Sprache gesungen. Punkt. So. Und damit war klar, wir wollen jetzt unser Ding machen, ohne dass man uns unterstellt, wir sind nur erfolgreich, weil wir Pudis-Kinder sind. Der Berliner Fernsehturm verschwindet im neuen Video. Stattdessen professioneller Hochglanz. Die Herkunft der Band? Kein Thema mehr. Die haben so 3, 4, vielleicht 5 Begebenheiten, wo sie uns in Englisch begrüßt haben. Und wir dann gesagt haben, kannst Deutsch mit uns sprechen. Manchmal hat man das Gefühl gehabt, dass die Leute dann so ein bisschen irritiert waren, wenn sie uns in Englisch ansprachen und wir dann in Deutsch geantwortet haben. Der Plan geht auf. Der Song nimmt Fahrt auf. Ein
Als es so losging mit den ersten Verkäufen, bin ich immer joggen gegangen mit unserem Produzenten, so dreimal die Woche. Und der hat mir dann immer früh die Zahlen vom Vortag gesagt, die er schon wusste, die Verkaufszahlen. Und wir laufen los und sagt dann, na Mensch, gestern bei VÖ der Single, Rescue Me, gestern haben wir 274 Singles verkauft. Dachte ich, oh, was? Ja, wirklich 274 Leute sind in den Laden gegangen und wollten das Lied haben? Das ist ja Wahnsinn. So zwei Tage später waren es dann schon 600 Leute. Und das ging wirklich bis zu 28.000 am Tag. Unfassbar. Und dann wurde das ein Welthit, kann man ja sagen. Ne? Das war schon der blanke Wahnsinn. Da habe ich mich natürlich tierisch gefreut. Die haben ja so viele Platten verkauft an einem Tag. Das haben die viele Bands in ihrem ganzen Leben nicht verkauft. Hat man natürlich gestaunt. Das haben wir nie geschafft, sowas. Deutschland Platz 3. Aus dem Grunde, weil damals kam man an Platz 2 und 1 nicht vorbei. Da war nämlich Elton John. Da ist nämlich gerade Prinzessin Diana, glaube ich, gestorben. Und dann Candle in the Wind war das. Da kamst du nicht dran vorbei. Und Puff Daddy kam. Kamst du auch nicht dran vorbei? Die ersten Wochen nach der Veröffentlichung hatten wir auch noch ein Leben. Also wir haben da noch ein Hochbett gebaut für unseren Sohn. Der sollte ja im September in die Schule kommen. Und das war auch ganz gut, dass wir das alles noch gemacht haben, weil irgendwann da lief das Rad so schnell, dass man dann war das vorbei mit dem abends zusammensitzen und träumen. Das war megamäßig, ja klar. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich mal angerufen habe, wegen irgendwas, wollen wir, kommt da heute mal vorbei oder wollen wir morgen da und da? Und sagt der Papa, ich bin doch gerade in Spanien. Weißt du, die sind ja nur rumgereist und überall Fernsehen und Konzerte und so. Das war Wahnsinn. Es ging von Köpenick bis nach New York. Immer Kameras dabei. Ein Leben zwischen Ruhm, Whisky und Stretch Limo. Nun sind wir drin. Wieder mal. Wie langweilig. Meiner Stretch-Limousine. Ist Whisky drin? Am Times Square mitten zu halten und auszusteigen und hochzugucken und dann irgendwie da steht dann die Platte im Regal. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Wie sagt man so schön? Wer es hier schafft, schafft es überall. Ein einziger Rausch. Ja, das war irgendwie alles irgendwie am Stück. Dann wieder zurück, dann hier das Album veröffentlicht, dann wieder zurück nach USA, das Album dort zeitversetzt veröffentlicht und zwischendurch dann also Spanien, Schweden, Portugal, immer mal wieder da, Schweiz, Österreich und dann wieder England und dann USA. Also es war ein relativ gutes Rumgereise. Ein Leben auf der viel zitierten Überholspur. Immer unterwegs, eine Show nach der anderen, Fernsehauftritte, viel in den USA. Das war viel. Mir war schon fast zu viel. Es ging eigentlich für mich so schnell, dass ich das gar nicht so genießen konnte. Dann ist man quasi wirklich, ich sage jetzt mal, 2, 3 Jahre oder 4 Jahre unterwegs und war überall. Und erst danach kriegt man mit, sag mal, was war denn eben? In den USA trifft sich dann sogar Ostdeutschland. Katharina Witt hat sich den großen Hit für ihre Eisshow ausgesucht. Der Song, der kam gut an, weil es einfach mal ein anderer Song war. Also oft war es ja natürlich so in den Shows, dass entweder ein Musical oder eine ganz bekannte Melodie oder was Klassisches oder was gerade extrem hip gewesen ist. Aber die kannten nicht so richtig europäische Musik. Und als ich dann mit dem Song kam, waren die dann selber da ganz erstaunt mit, wow, it's from Germany, wow. Katharina Witt tanzt, Bell Book and Candle spielen diverse Shows in den ganzen USA. In Deutschland gehen sie mit Roxette auf große Tour. Bell Book and Candle
treffen viele Prominente. Das sind für mich auch bloß Menschen, die gehen auf Toilette und wischen sich den Hintern ab. Ja, ich habe mich ja nie als Star gefühlt. Und der Rummel geht weiter. Auch die zweite Single ist ein Erfolg. Bell, Book and Candle gehören nun zur deutschen Pop-Elite. Die Single nach Rescue Me, irgendwie, das war, glaube ich, Read My Sign, das hat mich einfach weggeblasen. Irgendwie. Ich dachte mir, wie geil ist das denn? Die legen jetzt noch mal nach. Also mit einem total tollen Song. Wochen in den Charts. Der Song steigt bis auf Platz 4 in Deutschland. Und es geht weiter rund um den Globus. Also wir waren schon sehr viel weg. Wir waren mehr weg als da. Das war natürlich eine Belastung. Also weil ja dann irgendwann mal, es gab mal so richtig einen Moment, wo das dann irgendwann mal nicht mehr ging. Dann kamen wir wirklich nach Hause und wir hatten einen Tag frei. Und da kamen noch 2 oder 3 Interviews rein von großen Zeitungen. Und ich sagte, sie kann nicht mehr, sie braucht diesen Tag. Und unser damaliger Berater, natürlich, dem wir auch viel zu verdanken haben, möchte ich noch dazu sagen, wollte natürlich, dass wir das machen. Weil das halt immer angeschoben, die Karriere, sollte das jetzt auch nicht abreißen. Ne? Und ich wollte Plätzchen backen. Es war der Tag, wo ich dann zu Hause beim Kind sein sollte und Plätzchen backen. Und dann habe ich im Auto, kam dann der Anruf, ja, ihr müsst da und dahin. Da habe ich dann total geheult und habe gesagt, dass ich das nicht mehr machen kann. Und es war ganz schlimm alles. Es war jetzt nicht ein kompletter Zusammenbruch, aber das war schon. Heute würde man wahrscheinlich Burnout sagen. Also sowas gab es ja früher nicht. In dem Moment war das Menschliche aus meiner Sicht wichtiger. Und ich habe Jana gesagt, ich kann den freien Tag natürlich nehmen und ich werde das absagen. Und wir haben sie dann abgesagt. Davon ist die Welt auch nicht untergegangen. Aber sie konnte Kraft schöpfen für das, was danach dann noch kam. Familie haben und Rockstar sein, das geht schwer zusammen. Also wenn einer von uns zu Hause hätte bleiben können, wäre das, glaube ich, alles halb so wild. Aber so, wenn du dann steigst ins Auto ein und dann steht das Kind hinter dem Auto und winkt und heult Rotz und Wasser. Und dann weißt du, du bist jetzt erstmal ein paar Wochen weg und fährst mit diesem Bild los. Das war ziemlich doof. Ja, wenn die weggefahren sind, war das für mich schon immer ganz schön schlimm. Weil ich dachte, die kommen nie wieder. Aber ich habe das, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Dass die ja dann auf jeden Fall wiederkommen und nur kurz weg sind und dass er jetzt machen müssen. Er ist dann so ein Oma-Kind geworden, Oma- und Opa-Kind. Und das war bestimmt ganz toll für ihn. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, Henne auch. Es war auf jeden Fall auch geil. Dadurch habe ich echt ein mega Verhältnis zu meinem Großeltern. Wo es geht, ist Tom natürlich dabei. Doch immer wieder die Entscheidung, Familie oder Karriere. Insbesondere in den USA sind Bell, Book & Candle erfolgreich, 6 Flugstunden entfernt. Und hier hat man große Pläne mit der Band. Als dann die Frage stand, dass wir länger ins Ausland gehen, sprich damals Amerika, ein halbes oder ein Jahr, war die Entscheidung eigentlich klar, dass es nicht geht. Ja, mit der Maßgabe dann da bleiben zu müssen und zu Hause ist das Kind. Andi hat gesagt, er richtet sich nach uns, weil wir Eltern sind. Das war aber eine schwierige Zeit. In der Zeit war nämlich Tom gerade so in der Einschulungsphase. Und da haben wir das abgelehnt. Da haben wir gesagt, nee, wir machen es nicht. Da hatte ich volles Verständnis dafür. Ich sagte, okay, wir werden das auch so schaffen und wir werden auch so glückliche Menschen werden. Wir konzentrieren uns einfach auf das, was geht. Heutzutage denke ich, man, seid ihr blöd, warum habt ihr dann das nicht gemacht? Hättet ihr mich doch mitnehmen können, dann könnt ihr jetzt besser Englisch zum Beispiel. Dann die nächste große Krise. Irgendetwas ist passiert zwischen Henne und Jana. Wir waren gern zusammen. Und das hat so lange funktioniert, bis es eben wirklich zu viel war. Wenn man Tag und Nacht irgendwie überall
zusammen ist. Ich weiß nicht, welche Beziehung sowas aushält. Wir waren immerhin 14 Jahre zusammen. Erst hatte ich angeregt, getrennte Hotelzimmer zu nehmen. Und dann hat Henne gesagt, ach ja, Anchen. Das ging dann auch nicht. Die Frauen, das ist so ein fraulicher Instinkt wahrscheinlich, die haben es gemerkt. Da muss irgendwas gewesen sein. Das war in der Roxette-Zeit, war das, glaube ich. Die haben es gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt. Und irgendwann war es für mich wirklich ein Schock. Ich glaube, Henne hat wirklich die Zeichen echt verpasst, wa? Also, nee, der hat das, glaube ich, nicht kommen sehen. Der war relativ gut von Socken. Da klingelt morgens das Telefon um, keine Ahnung, 7. Vielleicht war er um 8. Ich gehe ran und dann war Henne dran und sagt, hallo. Ich sage, ja, hallo, was ist denn mit dir? Ich glaube, wir haben hier ein Problem, sagt er. Und dann wusste ich, okay, ich sage, ich hoffe nicht, so ein Problem, was ich jetzt vermute. Sagt er, doch, kannst du mal kommen. Dann bin ich da hingefahren, dann saßen sie wieder heulend da und wussten weder ein noch aus. Es ist vorbei, bye bye, Junimond. Es ist vorbei, es ist vorbei, bye bye. Andi hat uns beiden geholfen, der hat das sozusagen alles mal so ein bisschen auseinander geheddert und hat Henne da auf jeden Fall, ja, da stand ihm da zur Seite, aber mir auch. Also für mich war das jetzt auch nicht so toll, wenn man ein 10-jähriges Kind hat, dem man dann das Herz bricht in so einem Moment. Die Trennung von meinen Eltern war auf jeden Fall für mich extrem schwierig am Anfang, weil ich nicht verstanden habe, warum. Ich hatte natürlich Angst, dass die Band daran zerbricht. Weil ich stelle mir das schon sehr schwer vor. Also Andi hat mir wirklich dann sehr, sehr zur Seite gestanden. Also ich konnte, also da ist dann schon mal so, dass man darüber nachdenkt und heult auch mal. Und das ist ja klar. Was mir wirklich aufgefallen ist, dass er so ein bisschen seine gute Kinderstube verloren hat. Er hat dann, früher war es ganz normal, dass man sich gegenseitig geholfen hat beim zum Beispiel Koffertragen. Ich bin ja Mädchen und krieg halt den Koffer nicht so die Treppe 1 fix 3 hoch wie er. Aber erst dann, nach der Trennung, ist er einfach vorgegangen. Und ich bin mit dem Koffer dann fast die Treppe wieder runtergefallen. Also es ist schon, man hat schon gemerkt, dass er dann mit Absicht unaufmerksam war, um dann mir wahrscheinlich zu signalisieren, jetzt kannst du das auch noch alleine machen. Damit musste ich dann leben, ja. Waren beide nicht sie selbst. Das hat sich dann aber auch wieder mal dank Henne, glaube ich, und seiner Natur so eingerenkt, dass wir wunderbar miteinander arbeiten konnten. Ich weiß nicht, wenn ich diese Situation gehabt hätte, ob ich das hätte so machen können, wie Henne das gemacht hat. Weil es wieder unser Henne, der das irgendwie entwischt. Ja, also wir haben uns dann relativ schnell als Freunde irgendwie so eingegruft. Das ist trotzdem geblieben. Es ist einfach toll, wie sie es gehandelt haben und wie sie das hingekriegt haben und wie sie sich heute noch verstehen und wie sie immer noch so gut zusammenarbeiten. Das finde ich schon toll. Es geht weiter. Zusammen. Es folgen zahlreiche Platten, Videodrehs. Aber an den ganz großen Erfolg können Bell, Book & Candle nicht mehr anknüpfen. Und so wird für mich zu Unrecht auch Bell, Book immer so auf ein One-Hit-Wonder reduziert, was gar nicht stimmt. Die haben danach auch noch eine Menge guter Songs geschrieben. Sag mal, na gut, wir haben wesentlich einen Hit geschafft. Es gibt so viele, die haben ja keinen. Kann man ja eigentlich dankbar sein, aber daran ständig gemessen zu werden und mach doch noch mal so, mach doch noch mal so, das nervt schon so ein bisschen. Da baut sich ein Druck auf, den man ja nicht haben wollte. Das kann ich auch nachfühlen aus eigener Erfahrung. Also wir sind ja selber irgendwie durchgestartet gleich mit einem Nummer 1, haben ein paar Singles nachgelegt und dann wurde es eben ein bisschen ruhiger. Und natürlich versucht man mit jeder neuen Veröffentlichung irgendwie das nochmal zu toppen, ne, was man irgendwie also so peakmäßig erreicht hat. Immer wieder neue Songs, neue Alben, neue Videos. Bell, Book & Candle geben alles. Nice. What you hit, Dion? Okay. Super!
Schön, ne? Weißt du, das war schon, ja? That was good, eh? Lustig, okay. Und irgendwann fängt man ein bisschen an zu verzweifeln, wenn denn die Songs überhaupt keinen interessieren. Ja, das war hat bei mir dazu geführt, dass ich irgendwann aufgehört habe zu schreiben. Und konnte mich selber auch irgendwie nie leihen, weil ich es nie hingekriegt habe. Er hatte so eine Schaffenskrise. Das war schon hart, auf jeden Fall, ja. Und wir haben auch teilweise Momente gehabt, wo wir dachten, dass er hinwirft, dass er das nicht mehr machen will. Richtig gute Künstler leiden darunter. Die sagen ja nicht, ist mir scheißegal, sondern die leiden dann, weil ihnen nichts mehr einfällt oder weil eben nicht gut genug ist, was ihnen einfällt. Da haben wir ihn versucht, dann rauszuhelfen, indem wir ihm eine neue Gitarre gekauft haben. Einfach nur, damit er wieder so Sinn, also Lust ans Musizieren bekommt. Eine wunderschöne Akustikgitarre. Und die hat er auch und die hält er sehr in Ehren. Und ja, das hat er wirklich, glaube ich, ganz gut gefunden. Das war ein Ansporn für ihn, besser zu werden und neue Sachen entstehen zu lassen. Das war total wichtig. Sie wussten auch, dass ich die Gitarre eigentlich haben wollte. Ich hatte die im Musikladen mir schon angesehen. Und ja, da war ich zu Tränen gerührt natürlich. Und habe dann auch gleich wieder angefangen, was zu machen. 30 Jahre durch dick und dünn. Und sie verstehen sich immer noch richtig gut. Wann haben wir Lampe gesungen? Jetzt erzähl mal rum, dann ist alles gut. Jetzt sind sie mit ihrem neuen Album auf Tour. Mit dabei Sohn Tom am Schlagzeug und Holger Jaksch an der Gitarre. Der war schon bei Rosalilli dabei. Aktuell das erste Album auf Deutsch. Die Idee entsteht bei einem gemeinsamen Konzert mit den Pudis in Berlin. Jana wird doch mal probieren heute, zum ersten Mal übrigens in ihrem Leben, zumindest in Berlin heute, ja, in deutscher Sprache mit uns gemeinsam zu singen. Wir einen deutschen Song im Programm auch schon gespielt hatten von unseren Pudis Eltern sozusagen an den Ufern der Nacht und die Leute sagen, Mensch, also in Deutsch klingt das ja auch toll. Das war ja an mir, das zu machen. Meine Kollegen haben gesagt, ja, super Idee, aber du musst das machen, weil du schreibst die Texte, das ist klar. Und wir gucken dann, ob das für uns okay ist und ob wir das auch schön finden, aber du musst machen. So. Und ich fand das eine tolle Herausforderung. Ja, als dann die ersten Texte kamen, war halt erstmal ungewohnt, aber hab ich gedacht, na Mensch, was die so alles kann. Na, ich weiß auch nicht, kannst du dir erklären, das ist wieder so ein bisschen wie so ein Neuanfang. Also einfach wieder mal so eine Etappe aus, ich will jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie im Tal wieder waren, das stimmt nicht. Also weil ja, wie gesagt, unser Leben oder mein und auch eigentlich unser aller Leben immer so ein bisschen so war. Aber wir wissen, wie gesagt, wir sehen es auch ein bisschen als Neuanfang. In ihrem Album erzählen sie viel von ihrem gemeinsamen Leben. Ja, aber wie wir sind zum Beispiel, ist ja mehr oder weniger unser Leben, was da widergespiegelt wird, so ein bisschen. Da sind schon einige Zeilen drauf, die uns wirklich miteinander verbinden und wo jeder von uns dreien auch weiß, was gemeint ist. Was bleibt, sind Freunde im Leben. Und die drei Freunde machen immer weiter. Zuletzt haben sie in Barcelona ihr neues Video aufgenommen.